willkommen am Robert-Koch-Gymnasium. Wir freuen uns, dass du dich für unsere Schule interessierst und ich zeige dir das Haus gerne. Du siehst, mit wenigen Schritten bist du schon mittendrin im Eingangsbereich des Robert-Koch-Gymnasiums, mitten in unserem Foyer. Hier finden Abendveranstaltungen statt, wie zum Beispiel Schulkonzerte oder Theaterveranstaltungen. Und Schüler können sich auch tagsüber hier aufhalten, in der Pause oder vorm Unterricht. Dort draußen siehst du unseren Pausenhof. Am Rocco ist alles übersichtlich und die Wege sind kurz. Du findest dich bestimmt leicht zurecht. Am Rocco wirst du dich leicht zurechtfinden. Im ersten Stock ist gleich das Sekretariat. Hallo, Frau Klampfl. Hallo, im Namen der Sekretärinnen. Wir freuen uns auf dich. Wenn du mal was brauchst, kannst du gerne bei uns vorbeikommen. Hier findest du auch das Büro der Schulleitung. Grüß euch. Schön, dass ihr zu mir hereinschaut. Mein Name ist Heribert Strunz und ich bin seit August Schulleiter am Robert-Koch-Gymnasium. Setzt euch zu mir an meinen runden Tisch, so können wir uns besser in die Augen sehen. Ich freue mich immer, wenn mich Schülerinnen und Schüler besuchen. Dann kann ich fragen, wie es euch gerade am Rocco geht und was euch beschäftigt. Dass ihr euch wohlfühlt, ist nämlich am allerwichtigsten. Nur so könnt ihr mit Freude lernen und gute Leistungen erzielen. Gerne kümmere ich mich mit allen Lehrkräften und den älteren Schülerinnen und Schülern zusammen um euch. Für alle großen und kleinen Sorgen gibt es hier die richtigen Ansprechpartner. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine große Schulfamilie sind, die richtig fest zusammenhält. Wir freuen uns schon darauf, wenn ihr ab September auch dazugehört. Bleibt bis dahin gesund und lasst euch von Corona nicht unterkriegen. Am Rocco gibt es viele Arbeitskreise und Wahlunterrichte. Oft sind die Schüler, die an diesen Angeboten teilnehmen, so erfolgreich, dass sie sogar Auszeichnungen dafür erhalten. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich heiße Klaus Habermeyer und bin seit August 2020 der stellvertretende Schulleiter. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler ein Anliegen haben, begrüße ich sie gerne in meinem Büro. Hier können wir eure Anliegen in Ruhe besprechen. Im Sommer 2017 durfte das Rocco in ein neues Schulgebäude umziehen. Ein paar Eindrücke habt ihr ja schon über das Video bekommen. In unseren Klassenzimmern sind moderne elektronische Tafeln. Damit kann man sich sogar mit dem Internet verbinden. Außerdem haben wir in unseren Klassenzimmern eine sehr wirksame raumtechnische Belüftung. Beides, Tafeln und Belüftung, hat uns gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie sehr geholfen, unsere Schülerinnen und Schüler gut zu unterrichten. Ich freue mich aber auf die vielen Möglichkeiten, die unsere Schule hat, wenn wir wieder zum normalen Schulbetrieb zurückkehren werden. Bei mir bist du richtig, wenn sich etwas an deinem Stundenplan ändert oder wenn du Fragen zur Gruppeneinteilung hast. Ich habe auch den Wechselunterricht und den Distanzunterricht organisiert. Am Rocco befinden wir uns an einer modern ausgestatteten Schule. Wir setzen uns auch mit unseren Möglichkeiten der Digitalisierung dafür ein, dass unsere Schülerinnen und Schüler gerne und erfolgreich ihren Weg an unserem Gymnasium gehen können. Am Rocco sind die Wege kurz und die Türen offen. Unsere Schüler finden sich leicht zurecht und wissen, dass sie viele Ansprechpartner haben. Am Rocco beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen. Wir fördern deine Interessen und Begabungen. Am Rocco achten wir wie in der Familie aufeinander, damit es uns allen möglichst gut geht und wir beim Lernen und Lehren glücklich sind.